Wir sind in Le Paris. Und wir testen heute das beste versus das schlechteste Hotel der Stadt. Dafür losen wir jetzt hier auf dem Eiffelturm aus, wer in welches Hotel geht. Wir haben nämlich Zettel vorbereitet mit VIP und mit RIP. Rest in Peace. Wer das hier kriegt, natürlich das schlechte Hotel. Und jetzt? Okay, ich hab, du darfst als Erstes, aber erst. Das heißt doch gar nichts. Oh. Hast du einen? Ja. Oh, wir sind sehr gespannt. Rückschlag. Oh mein Gott. Tja. RIP, Rest in Peace, ich kann direkt hier vom Eiffelturm springen, Alter. Ja gut, dann geht meine Wenigkeit mal wieder in das schöne Hotel, ne? Nicht wahr. Zwei, die echt an Ehre mal. Letztes Mal auch schon gezogen, Alter. Das ist einfach korrekt von dir. So, es gibt noch drei Zettel. Ein RIP, zwei VIP. Das heißt, Wahrscheinlichkeit jetzt hoch, dass ihr ins Gute kommt. Ne? Schnick, schnack, schnuck, wer als erstes gewinnen. Ziehen darf. Schnick, schnack, schnuck. Oh, oh, schnick, schnack, schnuck. Oh, okay. Ja. Okay. Ich gehe gerne mit dir da rein. Zieh jetzt nur vernünftig. Ich hoffe. Mach das Ding langsam auf. Ja! Das ist so klar gewesen. Das ist so ich kann wirklich. Wir gewinnen immer. Wie viel Pech kann man haben? Das schlechteste Hotel von Paris und ihr dürft euch richtig gut gewinnen. Wir sind das Beste. Ja. Jawohl. Digga, wir gewinnen einfach immer. Wir haben das Glück gepachtet, Bruder. Das kann wirklich nicht wahr sein. Ich spring jetzt hier runter, ja. Ich komm mit, Bruder. Ich will kurz festhalten, Holzi hat noch nie was Schlechtes bekommen. Noch nie. Ja. Es sei mir gegönnt, Leute. Hier trennen sich unsere Wege, Gepäck ist schon am Start. Ich habe noch eine Sache für dich, warte mal kurz. Ah, guck mal hier, eine schöne Maske, die kann man vielleicht da in der Absteige gebrauchen. Hast du nicht auch noch was, Mo? Ich bin auch ein guter Mensch, ne? Ich habe ein paar Vitamine für dich, die brauchst du auf jeden Fall. Ich habe auch was für dich. Ciao. Ciao, ne? Viel Spaß, ja, ich gönn's euch. Viel Spaß. Ja, wieder gönn. Die Jungs sind jetzt weg und wir machen uns auf den Weg in dieses unnormal geile Hotel. Also ganz kurz zur Information, wie wir das gefunden haben. Wir haben Worst Hotel in Paris eingegeben bei Google und dann kam das. Wem gönnst du es weniger? Holzi oder Mo? Holzi, 100% Holzi. Holzi hatte noch nie was Schlechtes, ne? Holzi war noch nie in einem schlechten Hotel. Holzi hat noch nie irgendeine Scheiße machen müssen auf diesem Kanal, das ist geisteskrank. Leute, lasst mal ein Like da, dass Holzi richtig in die Scheiße geritten wird. So, wir sind jetzt vorm besagten Hotel angekommen. Ey, ja. Erstmal, Digga, wir haben es einfach wieder geschafft. Wir haben es wieder geschafft. 5-Sterne-Luxushotel, unser Ding. Wir gehen auf jeden Fall jetzt rein und checken das Ganze von innen für euch ab. Also der Uber-Fahrer hat uns jetzt zum Bahnhof gebracht und direkt daneben ist hier das wunderschöne Hotel. Ich kann es nicht aussprechen. Hotel Lorraine, oder? Lorraine. Das sieht unnormal wild aus. Genau darüber vom Bahnhof wirklich. Also das ist der Bahnhof, Leute. Also man sagt ja immer so beim Bahnhof, beste Gegend einfach. Beste Edelgegend. Oui, oui. Pupu. Auf geht's. Let's go. Hallo. Also man sieht, das Gebäude ist auch nicht mehr das Beste. Rezeption in der ersten Etage. Also es ist wieder so, wie als wenn man in einem normalen Haus ist, ne? Das sind immer so die weirdesten Hotels. Boah, dieser Gang, du siehst aus wie so ein Gigant, wenn du hier langläufst, weil es so eng ist. Komm ich da dran. Geil. Okay. Nummer 13. Das ist ja schon perfekt, dass es die Nummer 13 ist, ne? Ja, eigentlich wäre für Holzi, ne? Eigentlich Holzi ist Rückennummer. Thank you. Bruder, das ist ein Eiffelturm. Oder haben wir ein Hotel gebucht oder ein Palast? Digga. Ich dachte, diese Terrasse wäre wo so mehrere Zimmer aneinander, aber das ist ja. Ey, hier passen 20 Leute rein, ne? Boah, ist ja unnormal eng. Du Shit. Was ist das für ein Geruch, Alter? Es riecht wirklich nach Verwesung. Jungs, Alter. Ach du Scheiße. Boah. Das Badezimmer ist so groß wie das Hotelzimmer von den Kollegen hier, ne? Ja, safe, Digga. Ich muss hier mal ein bisschen Licht in die Bude rein. Ja, hier wurden auch schon die Henkel abgenommen. Hier muss man nicht lüften oder sowas. Das braucht man nicht. Oh ja. Haben die das zugemacht? Wow! Ich war fest, da hab ich aufgekommen. Ich weiß ja nicht, was die anderen Jungs für einen Ausblick haben, aber ich finde unseren schon korrekt, so. Bruder, ich kann es gerade nicht so ganz glauben. Also der Kerl war sehr, sehr nett. Der hat uns alles hier gezeigt. Diese Terrasse ist Real Talk, glaube ich,
doppelt so groß als das Zimmer von den Jungs und wir sind zu zweit hier. Das ist eine Suite, keine Ahnung wie viel Quadratmeter, die hat knapp 2000 Euro gekostet und das wirklich das heftigste Ding, was wir jemals hier hatten, mit fett Eifel von hier. Bruder, wir können uns hier einfach hinlegen, Digga. Was ist das? Bruder, ich glaube, ich schlafe heute Nacht hier. Das ist doch Baba, ne? Ey, das ist so Baba. Ich muss wirklich pissen, seitdem wir gelandet sind. Knall mal eine Pissbombe jetzt in dieses Bad. Weih mal richtig ein, Alter. Wir haben das jetzt hier richtig... Ah, sogar mit Tür. Das ist korrekt, was Digga. Was ist eine Tür, Digga? Das ist eine ganz normale Tür. Ich weiß nicht, was du da hast. Bruder, ist das denn eine normale Tür? Bruder, ich finde das super normal. Hallo. Ich hab noch nicht so eine Tür gesehen. Ja, Bruder, guck mal, wie eng das ist, Alter. Und du kannst gerade so stehen hier. Das ist wirklich so, als ob das so für kleine Menschen gemacht wäre. Guck mal, alles so klein. Guck mal, das ist, guck mal hier. Was hab ich am Finger? Boah, mein Finger schimmelt schon hier drin, Digga. Ja, die haben uns wieder eine Karte geschrieben. Digga, der Manager von dem Hotel hat hier drauf sogar per Hand unterschrieben. Ich glaube, weil das die dickste Suite ist. Und die wünschen uns halt einen schönen Aufenthalt, ne? Brauchen wir nicht den Schrott. Wir haben einen Anfleisch. Das ist wirklich Next Level. Aber. Ja, guck mal, die Brot. Egal. Oder was ist das hier? Was ist das denn hier noch, Digga? Bruder, Dusche, Digga. Du kannst sogar hinsetzen. Oh, nochmal. Das ist ein Spiegel, Digga. Bruder, was wir ist das? Wir können von hier aus wieder auf die Terrasse gehen. Weil das ist insane, Digga. Bewertet das mal bitte von 0 bis 10. Und wie gerne würdet ihr hier gerade auch sein? Oh mein Köchel. Das Hotelzimmer ist auf jeden Fall sehr nice. Die haben sogar noch ein eigenes Kino hier drin. Und das buchen wir uns für heute Abend private. Ich passe hier nicht dazwischen, Digga. Ich muss mich jetzt draufsetzen, aber Digga. Oh ja, viel Spaß. Also ich glaube wirklich, das wird irgendwie mein neues Ding. Schrotthotels testen. Seitdem wir diese Challenges machen, hatte ich noch nicht einmal ein gutes Hotel. In Madrid nicht, in Düsseldorf nicht und hier erst recht nicht, aber ja, das ist ein Abenteuer. Wollen wir jetzt uns mal die Betten reinziehen? Komm. Ich glaube, die Betten sind so das Entscheidendste. Oder wenn du Mann bist, machst du jetzt einmal den Sprungtest. Ich bin ehrlich, ist okay. Ist halt wieder ein bisschen klein so. Aber ansonsten ist okay. Was machst du noch für Bewegungen, aber? Aber warte! Fällt gerade ein, hier waren ja die Bettwanzen. Wir haben uns natürlich vorher die ein oder andere Rezension reingezogen. Ist natürlich nicht so positiv ausgefallen. Aber ich bin ehrlich, am Ende des Tages gucke ich mir das lieber morgen früh an, wenn wir die Nacht schon hier verbracht haben. Weil wenn ich das jetzt zu genau mir angucke, dann werde ich hier nicht schlafen können. Ganz ehrlich, wie viel haben wir gezahlt? Warte, 70 Euro, glaube ich. 70 Euro, glaube ich, ja. Das ist ja nix. Und die haben uns sogar noch gefragt, wollt ihr separierte Betten oder Doppelbetten? Ja. Wir haben eigenes Bad. Kann man nicht meckern, Alter. Ganz ehrlich, wenn man hier mal kurz eine alte wegziehen will, dann geht das schon. Oder einen alten, ist auch okay. Komm, bevor es ans Eingemachte geht, Essen und sowas, dann erstmal Hände waschen. Wichtig. Ja. Was nehme ich hiervon? Zahnbürste, Dental Set, Nagelfeile. Warum machst du eigentlich nicht noch einen eigenen YouTube-Kanal, wo du so Make-up-Tutorials und so machst? Kann ich auch machen, ne? Was ist denn ein Saving-Kit? Mo goes was YouTube. Ist das? Suing Kit. Suing Kit, was heißt das? Für die Leute, die Sui machen, machen wir Sui. Ich habe mich gerade kurz hingelegt, bin aufgestanden, habe schon diesen Fleck hier entdeckt. Also, der kam auf jeden Fall nicht von mir. Ja, also, Gelb ist immer so schwierig. Tja, hier steht zwar Welcome Mr. Lucas dran, ne, aber der Junge hat halt nicht so Glück gehabt, ne? Der ist, glaube ich, gerade woanders, ne? Der Bruder hat das halt hier alles gebucht. Also, für uns sozusagen. Hat sich das letztes hier ausgesucht, dachte er. Sieht sehr nice aus, kann man machen. Ja. Ja, wir können auf jeden Fall bestätigen, es sieht sehr nice aus und wir werden hier auch einen sehr geilen Tag dran haben. Also ich muss sagen, der Bruder tut mir schon sehr leid. Also Hotel Domo letztes Mal und jetzt Bruder wieder. Ich glaube, das hier ist das krasseste Hotel, was wir jemals in so einem Hotel-Test hatten, Digga. Was hast du da für ein Türchen? Was ist das denn? Geheimfach. Ich glaube, das war mal der Safe, Digga. Es wird Zeit für einen Staubtest. Mmh. Lecker. Ja, gut. Ja, gut. Ne? Sollte ich mal Hände waschen gehen, Alter. Mach's mal in der Mini. In der Mini. Oh, wie das aussieht, Alter. Ich hab das eine andere. Das Ding ist, für Mo wäre das ja wirklich gut. Mo ist ein bisschen kleiner, für den wäre das ja eigentlich ganz passend. Eigentlich für Mo und Holzi, Digga. Wer sind die zwei Großen? Warum sind die nicht hier? Ja, was sagst du so insgesamt hierzu? Wie gefällt dir das? Insgesamt. Kann man machen, oder? Bruder, allein vom Platz her, die haben alles getoppt. Die Terrasse ist fast so groß wie das ganze Zimmer hier, ne? Und wir sind direkt zentral an der Champs-Élysées und sehen sogar den f***ing Eiffelturm. Das ist anders, Leute. Wieso was? Was willst du? Bruder,
Das ist so geisteskrank. Wir stehen unten vor dem Hotel. Ich guck so hoch und dachte so, ja, okay, da oben ist bestimmt irgendwie unsere Terrasse. Bestimmt sind so 4 Zimmer nebeneinander. Und wir haben dann so ein kleines Stück. Das ganze Ding ist unsere Terrasse. Das ganze. Nur also wir haben eine Terrasse. Die ganze Breite von dem Hotel ist unsere Terrasse. Die ganze Breite vom Hotel ist einfach unsere Terrasse. Man kann den Fernseher testen. Ich wundere mich schon, warum die so leicht ist. Ja, hier ist nur eine Batterie. Der geht natürlich nicht an. Ja, super. So, wird auch langsam Zeit fürs Essen hier. Der Kollege neppt einfach schon hier. Ne? Dem geht's hier zu gut. Jung, wollen wir nicht was essen gehen? Hast du keinen Hunger? Aber jetzt, wo du es sagst, schon ein bisschen Hunger. Das ist ja wie ein Traum, wenn du hier aufwachst, Digga. Ey, ja Leute, Zeit, um das Restaurant mal hier abzuchecken. Wir werden dann direkt auch noch Private Kino reservieren für uns heute Abend. Es ist wirklich geisteskrank und ich sag, no joke, für mich von den Hotels, wo wir bisher waren, das Beste. Diesmal habe ich nicht allzu viel zu meckern. Ich weiß, Hyatt und so, da war mal ein bisschen, ne? Aber das ist schon sehr geil. Ja, würde ich sagen, testen wir das Essen, ne? Ab dafür. War schon ein langer Tag, anstrengend. Es ist auch Zeit, dass wir ein bisschen was essen, ein bisschen stärken und auf dem Weg raus. Zeigen wir euch noch mal so das ganze Hotel, wie es aussieht. Du hast jetzt gerade schon so schön getestet, wo du mit dem Kopf gegenkommst. Ich glaube, ich teste das auch mal kurz. Ey, sorry an das Hotel. Wir werden 50€ links Trinkgeld hinterlassen und schreiben sorry for the Decke. Ich dachte nicht, dass das so weich ist, Digga. Jetzt hör auf damit! Tom sieht hier wirklich aus wie ein Riesengolem, wenn er hier lang geht. Sollen wir mit Aufzug runterfahren? Ja, safe Aufzug. Digga, das ist ja wirklich das Next Level. Das ist so klein alles. Ach du Scheiße. Voll wie so ein Aussehen. Ey, willst du da auch nochmal mit dem Kopf gegen knallen? Nee, das ist mir ein bisschen zu hart. See you later. Bye bye, Alligator. Was ist das denn eigentlich? Kann es sein, dass da irgendwie so was... Ist auch immer mit dem Kopf gegengesprungen, oder? Aber ein dicker, fetter Pluspunkt, was wir vorhin auch nicht wussten, ist, wenn man 10 Meter die Straße runtergeht, ist da einfach direkt Caves. Hier ist der Eingang sogar, da ist der Eingang. Oh, das ist perfekt. Ja. Der sieht besser aus als Hoteleingang. Ob es bei den anderen auch so aussieht? I doubt it. Ich glaube, wir haben sogar noch einen guten Preis bekommen für die Suite, weil hier steht irgendwas von 3.600€ dran, Digga. Aber wir haben nur 2.000 bezahlt. Also, Schnapper! Also ich glaube, wir müssen auf die Null. Ach, das ist ja die nächste Null. Ja, eine Bombe, dann bist du auch eine Null. Wir machen jetzt einen kleinen Verdauungsspaziergang nach dem wunderschönen Essen bei KFC. Außerdem, was sollen wir in diesem 2 Quadratmeter Zimmer die ganze Zeit rumhängen? Da gibt es ja wirklich, es gibt ja nichts in diesem Hotel zu tun. Deswegen erkunden wir ein bisschen die Gegend hier, ne? Also, unser Hotel. Zeig mal deinen Lightskin-Stare. What the hell? Zeig mal deinen. Das ist gut. Den hast du vom Spiegel gelernt. Ja. Wir gehen jetzt in einen Park. Also wir sind jetzt auf jeden Fall im Nachbarrestaurant. Das Restaurant kooperiert mit dem Hotel, wo wir sind. Die Karte ist echt anders. Hier teilweise Kaviar drauf für 620€. Den haben wir jetzt nicht bestellt, aber wir haben eine französische Spezialität bestellt. Und zwar sind das Schnecken auf Empfehlung des Hauses hier und des Hotels. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich kotze jetzt hier gleich keinen voll. Ne? Du musst auch essen, ne? Nicht nur ich. Du isst auch. 3, 3, ne? Oder wie viele? Ja, wir haben 6 Stück. Also eine Schnecke kostet 5€. Und diese 5€, die werden auch gegessen. So. Hätten wir mal das Scheißhotel gezogen, dann hätten wir keine Schnecken essen müssen. Ne? Das sieht doch schon lecker aus, oder? Das sieht doch nicht lecker aus, Digga. Das ist einfach eine Schnecke. Kotz bitte nicht, ne? Ey, man muss sagen, das schmeckt nicht schlecht. Lava. Das schmeckt echt nicht schlecht, Digga. Schmeckt. Weil ich will gar nicht sehen, wie das so ein lebendiges Tier jetzt hier so rausgekochen kommt. Weißt du, das ist dann schon ein bisschen kritisch. Tot ist immer besser, weißt du? Tot ist immer besser. Ja, tot ist immer besser. So, nach den Schnecken kommt das nächste Ding und zwar ein Hummer. Geil, ne? So, und ich habe mir so einen Salomon bestellt, ne? Was ist das nochmal ganz genau? Lachs, Junge. Genau, ja. Und? Boah, schwer. Wieso? Ich bin nicht so überzeugt davon. Das riecht ein bisschen nach Fisch, aber da habe ich einen guten Tipp für euch. Dann nehmt ihr einfach die Schneckenzange, dann riecht ihr nämlich auch nichts mehr. Und dann könnt ihr das perfekt essen. Nächster Spot, eine Brücke. Wow, sowas gibt's nicht in Deutschland.
Scheiße. Guck mal hier, Ryan und Rehan. Ich glaube, nächstes Jahr werden die sich trennen. Der Bruder ist komplett abgeschaltet. Also Essen war deliziös, von den Schnecken sehr überrascht, war echt lecker. 160 Euro hat der Spaß gekostet und jetzt versuchen wir noch die letzten Sonnenstrahlen auf unserer nice Terrasse einzufangen. Deswegen, let's go up! Also wir versuchen jetzt hier noch die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Das sieht schon sehr geil aus mit dem Eiffelturm. Auf einer Dachterrasse in Paris, Sonnenuntergang mit dem Eiffelturm genießen. Was willst du mehr, ne? Ich war jetzt wirklich schon öfters in Paris, aber dieser Trip, der zeigt noch eine andere Seite von Paris. Eine, die ich wirklich noch nicht kannte. Sehr geil. Und unsere Sightseeing-Tour hat uns jetzt hier auch zum Brandenburger Tor von Wish gebracht. Ah, buongiorno. 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 Ja, Mann. Also ich sag wirklich, ja, das interessante Menschen. Ich sag ja. Der Bruder ist der ist der Taubenbändiger, Bruder. Das mag jetzt hier ein bisschen komischer Content sein, aber ich habe so eine Hightech-Toilette noch nie gesehen, deswegen testen wir das jetzt gemeinsam aus. Also ich sitze jetzt auf dem Pott, real talk, ich muss auch gut aufs Klo. Ich halte es gerade an, damit ich mit euch auch ein bisschen reden kann. Ey, diese Toilettenschüssel ist einfach beheizt, Digga. Kann ich hier noch alles machen? Deodorizer. Was macht der jetzt? Was macht der jetzt? Digga, ich glaube, ich kann meinen Arsch direkt damit was. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Boah, das Tor ist kalt! Alter, ich krieg gerade voll viel Wasser in meinen Anus. Ich wollte es nur testen. Wie stoppe ich das? Stopp! Also das war eins der besten Geschäfte, die ich jemals verrichtet habe. Das war einfach nur geil. Gib mir ein bisschen Coca-Cola. Am Anfang, das erste Mal, als ich dieses Lied gehört habe, ich dachte wirklich, was ist das für ein Kack, Digga? Das denke ich mir gerade. Genau das denke ich mir. Je öfter du das hörst, desto geiler wird das. Das ist einfach so ein Ohrwurm, Alter. Ich weiß ja nicht. Ne? Vielleicht muss man ein bisschen singen, dass du mich damit überzeugst. Gib mir ein bisschen Coca-Cola. Na, 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 na. Und wenn man schon so eine riesen Badewanne hat, dann muss man natürlich die auch einmal testen. Ne? Badewanne voll in 3, 2, 1. Perfekt, Digga. Alles nass gemacht. Ich drück hier drauf. Was passiert? Diese scheiß Brause geht hier an. Ja, jetzt natürlich nochmal. Ich wollte es euch nochmal zeigen. Jawohl. Ey, das andere geht schon wieder an. Was ist das? Besser als im Hotel zu hängen. Ja, Digga. Ich hab gar keinen Bock mehr zurückzugehen. Lass hier schlafen. Oh! Was ist los? Mach, was ich uns hier vorbereitet habe. Badebuchse an und rein damit hier. Ah, mit Käppi, ne? Mit Käppi. Käppi muss mit. Im Baum spinnt es. Oh! Das ist ganz geil. Oh! Ah, du Seis! Ah! Bein verbrannt, Digga. Was hast du da eigentlich so hässlich, Alter? Was hast du da eigentlich so hässlich? Hey, Wichser! 12 Sekunden später. Jammers. Jammers, ne? Wie die Franzosen sagen, ne? Und das Schöne ist, Mo. Ja. Das war die eine Überraschung mit der Badewanne, ne? Was ich habe noch eine Überraschung für dich. Was denn? Ja, warte zu kurz. Ah, jetzt kommt die Überraschung. Jetzt kommt die Überraschung, Mo. Ja, das war gut machen. Ich habe einen Tipp für dich, wie man Rotwein trinkt. Also, du machst so. So schmeckt er immer am besten. Ja, einer der größten Alkoholiker auf dem YouTube-Kanal, ne? Nach unserem wunderschönen Paris-Trip hier durch die Stadt sind wir jetzt wieder im Hotel und müssen leider rein. Kommen Sie herein. Dankeschön, Dankeschön. Die haben schon neue Tellenplatten. Bruder, ich fühle mich wie in Hogwarts hier. Ah, sieht gut aus. Schau mal. Oh Mann. So, jetzt ist Kinotime, meine Freunde. Wir haben schon alles eingerichtet. Guck mal da. Da läuft unser letztes Spiel. Ey, das ist mal echt geil, ne? Hammer. Sieht schon sehr luxuriös aus. Das ist auf jeden Fall notwendig für zwei Personen, so ein großes privates Kino zu haben. Vielleicht gucken wir noch ein paar Erwachsenenfilmchen, ne? Wir sind ja jetzt hier alleine, können ja machen, was wir wollen, ne? Wollen wir mal einen Drink da fertig hier, ey. Das kann man einfach nehmen. Ja. Das halt, wenn das da steht, dann nimmt man das auch, ne? Champagner. Ich sag dir noch, in dem Restaurant, wo wir eben waren, ne, was ja hier zu dem Hotel irgendwie dazugehört, war die teuerste Weinflasche 8.500 Euro. Vielleicht sollten wir damit ein bisschen vorsichtiger umgehen. Gumming ist immer dabei. Ist auch gerade in meinem Mund, das leckere Kaugummi mit Koffein. Das gibt mir Energie. So, Kollegas, ne, wir haben noch eine schöne Portion Pommes bekommen. Was ziehen wir uns jetzt rein, Holzi? Wir ziehen uns jetzt erstmal in die Nase rein. Nur das ist ein Schaden, ne? Aber schmeckt, ne?
Schmeckt ja auch nochmal. Ich habe schon so viel gegessen, Digga. Der frisst das alles alleine. Wir haben vergessen, euch die wunderschönen Rezensionen hier aus dem Hotel vorzulesen. Das sind wirklich Banger. Also wie gesagt, das ist eines der schlecht bewertesten Hotels, die es in Paris gibt. Ihr seht hier, 75 Leute haben dieses Hotel mit Terrible bewertet. Leute, wenn ihr eine romantische Reise plant, einfach nicht dorthin gehen. Alles dreckig, das WC muss man mit den anderen Gästen teilen. Okay, ist bei uns jetzt nicht so. Ich komme nie mehr. Ein Albtraum. Mehr sage ich nicht dazu. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke. Aber warum würde man für romantische Reise in ein Ein-Sterne-Hotel gehen? Ist also auch selber, da schuld. Ist schon selber, ist selber schuld. Schuld. Muss man dazu Stelle. Sagen. Aber hier eine gute Zusammenfassung von Johannes. In Zusammenfassung, das Hotel de Lorraine unbedingt vermeiden. Es ist nicht das Geld wert und man wird es sofort bereuen. Wenn man das ominöse Gefühl mag, sich wahrscheinlich eine Krankheit anzufangen oder im Dunkeln erstochen zu werden, kerkerartige Korridore beim Suchen des Zimmers, dann könnte Hotel de Lorraine das Richtige sein. Kerkerartige Korridore können wir unterschreiben. Was viele Leute schreiben und vor allem zeigen, hier soll es Bettwachs geben. Ach, das heißt Scheiße. Bettwanzen. Ach du Scheiße. Und warum sitze ich auf diesem Drecksbett immer noch? Ich weiß nicht, was ich sagen soll oder machen soll, wenn ich hier wirklich so irgendwelche Bettwanzen finde. Also. Warte mal. Wow. Ach du Scheiße! Was war das? Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's nicht gesehen! Das kann nicht wahr sein, Digga! Ist doch eine Bettwanze! Ich hab's nicht gesehen! Das kann nicht wahr sein! Komm mal nah ran! Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Nein, Junge! Nein! Nein, Junge! Das ist zum Glück dein Bett! Das ist zum Glück dein Bett, Junge! Komm mit Klopapier! Digga, was du schwach durch das da lassen, Alter! Ach du Scheiße, Digga! Boah, das ist wirklich Next Level. Das ist Next Level, Digga. Ja, also, was würdest du lieber im Bett finden? Ein Kondom oder Bettwanzen? Boah, ich bin ehrlich, ich glaube trotzdem Kondom, weil wir haben Bilder gesehen von Leuten, die von Bettwanzen gebissen wurden. Das ist so eklig, Digga. Der ganze Arm wird rot und schwillt an. Ich will gar nicht unter dieses Bett gucken, bin ich dir ehrlich. Aber müssen wir trotzdem machen. Nein, ich guck da nicht so. Ich schlafe da einfach morgen, bin ich hier weg, Alter. Auf den Schock kommt jetzt der obligatorische Duschtest. In Düsseldorf in dem Hotel habe ich auch geduscht. Ich habe es überlebt. Jetzt müssen wir hier nach diesem geilen Fund auch einmal duschen. Digga, das kannst du keinem erzählen. Ich wollte gerade nur meinen Pulli ausziehen. Ich stoße aus Versehen gegen diese Lampe. Ich gucke in diese Lampe. Dicke, fette Spinnweben da überall drin. Meine Herren, ich hatte doch wirklich jetzt genug erzählt, aber dieses Hotel hört nicht auf. So, wir machen uns langsam ein bisschen Bett fertig. Kleiner Tipp noch von mir, bevor ihr euch die Zähne putzt. Immer erst den Mund mit Alkohol desinfizieren. Ehrlich, das war die geilste Dusche meines Lebens, Alter. Nee, war wirklich in Ordnung. Was soll ich jetzt sagen, Alter? War eine Dusche. Die ist ein bisschen klein, aber da kommt Wasser raus auf meinen Kopf, Digga. Mehr brauche ich nicht. Ab in diese Bett, oder ich freue mich. Ey, aber ey, zieh dich lieber an, bevor du mich erinnerst. Nein, oder ich freue mich an. Und wieder unter die Dusche. So, Mo, ich gehe dann schon mal pennen, ne? Mach dir noch einen schönen Abend. Oder jetzt schon. Und ich pups schon mal das ganze Bett für uns voll, ne? Easy, dann machst du unten, bis gleich, ja, ne? Viel Spaß mit deinen Erwachsenenfilmen da, ne? Also, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass ich mal so einfach am Valentinstag hier, 14. Februar, ausgerechnet mit dem hier, auch noch in Paris bin. Yeah! Ja, ja, hau! Weißt du, was das heißt heute Nacht? Haben die Bettwanzen was zum Gucken. Wir haben ja noch ein Kondom, ne? Ist ja unbenutzt. Ich glaube, wir haben uns beide dazu entschlossen, so in voller Montur mit Hoodie lange Hose zu schlafen. Ich werde mich nicht mit dieser ekligen Decke zudecken. Ich auch nicht. Der Brotatoes Hoodie wird mich eh vor jeglichen Bettwanzen und Messerstechern hier beschützen. Also erstmal. Gute Nacht. Gute Nacht. Scheiße, ich komme nicht an dieses Licht. Wer macht so weit hoch mein Licht? Scheiße. Ach, Gute Nacht. Irgendwann später. 4:22. Oh, ich hab die Decke benutzt. Das ist die Ekeldecke. Wann hab ich das denn gemacht? Wer hat sich da eingekackt? Ist es morgens? Nein, Bruder. Es ist 4:30. Warum sind wir wach? Ich musste pinkeln hier. Oh nein. Der Klassiker. Weiter schlafen. Morgen. Ganz sicher. Buongiorno, Freunde. Wir haben die Nacht überlebt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob der überlebt hat. Ja. Okay, er bewegt sich noch. Das Ding ist, du hörst hier wirklich jedes Scheißgeräusch. Die Leute streiten sich da draußen, gehen kacken, gehen was weiß ich. Du hörst hier alles. Halt mal eure Schnauze jetzt da oben. Na, Freunde, so steht man doch gerne morgens auf. Es ist gerade ein bisschen kühl.
Ich habe sehr gut geschlafen. Ich sehe bestimmt noch todesmüde aus, aber ich habe echt gut geschlafen. Mo wollte ein bisschen kuscheln in der Nacht. Das fand ich ein bisschen komisch. Der Kollege schläft immer noch. Deswegen gehen wir den jetzt holen. Er weckt ihn ein bisschen. Was macht der Arm da? Junge, du. Ah, da ist er doch. Junge, da ist er. Hier vorne, Junge, ich mach Augen auf. Der liegt vor mir. Was ist anders? Ohne Spaß, diesem Jungen gefällt es hier so. Junge, ich hab grad schon gesagt, irgendwie fühle ich mich wohl zwischen diesen ganzen Bettwanzen. Ich habe wirklich gut gepennt, das ist komisch. Hier, dann weiter. Guten Tag. So, ein feines Frühstück ist natürlich auch am Start. Petri Heil, oder? Petri Heil, auf jeden Fall. Ich weiß ja wirklich nicht, was die hier machen. Was geht hier ab, Digga? Putzt sich einer die Zähne mit einer Bohrmaschine? Also, dem Tom ist alles scheißegal, ich schwör's dir. Das ist nicht auch mal. Den größten Dreckspenner noch stecken. Der wird da schon. Ich muss wirklich sagen, für mich war eine der schlimmsten Nächte. Ich glaube, am Ende des Tages habe ich immer noch besser geschlafen als Holz hier im teuersten Hotel von Düsseldorf. Einmal gucken, wie der hier aufgewacht ist. Guten Morgen, Welt. Schlaf war ganz okay, aber auch jetzt nicht super, super erholsam und berauschend. Ich würde sagen, man kann jetzt noch mal ein kleines Fazit ziehen. Also, ich bewerte dieses Hotel mit 2 von 10 Kartoffeln. Für mich ein Stern. Dieser eine Stern ist okay. Das war's von uns. Lasst ein Like da. Bewerte dieses Video mit einem Like. Hotel war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Jetzt ist wieder Zeit auszuchecken. Und ihr schreibt bitte gerne mal in die Kommentare, in welcher Stadt wir das als nächstes machen sollen. Mo und ich haben mal wieder das Glückslos gezogen.